Jo Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Iowa Geek Game Master. Leute, in der letzten Folge hat XXL Forky gegen das Känguru gekämpft, was auch zu XXL geworden ist. Also XXL Forky hat gegen XXL Känguru gekämpft. Leute, es war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes der Kampf der Giganten. Und Leute, ich dachte, da ich jetzt schon lange nichts mehr vom Känguru gehört habe, dachte ich mir, das ist ja Oktober. Es ist jetzt, wo ihr das jetzt wieder seht, ist jetzt so der 5. Oktober. Da dachte ich mir, das ist ja auch auf Halloween zugeht, da ja so ein knapp, ja, so 3 bis 4 Wochen, jetzt, so zwischen 3 bis 4 Wochen der Halloween ist, Leute, dachte ich mir, wir rufen Jeff the Killer an, okay, Leute. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber da draußen sind gerade Geräusche, da versucht gerade jemand sein Motorrad anzumachen. Okay, ja, ist, oder? Oder nee, da bohrt, glaube ich, irgendjemand, aber keine Ahnung. Leute, ich dachte, wir rufen jetzt mal Jeff the Killer an, der ist ja so. Ende April ist er auf Madeira geflüchtet, lebt dort ein schönes Leben, aber er meint, er will an Halloween wieder zurück hierhergehen, also er will wieder hier nach Deutschland fliegen. Und Leute, jetzt sagen wir, wir sehen jetzt mal noch, ob das stimmt, ob der wirklich wieder zurück in Deutschland ist. Deswegen, also, nur brauche ich nicht mehr groß spielen, habe ich ja noch in meinem Handy. Leute, und deswegen würde ich sagen, brauchen wir jetzt auch gar nicht mehr so viel im heißen Brei zu reden, sondern, und wir machen jetzt das so für alle eingestellt. Wir rufen jetzt zum Beispiel die Geladung, okay, Leute, ich hab grad jetzt nicht Lock auf. Okay, da ist die Nummer. Okay, Leute, das klingelt. Okay, komm schon. Hoffentlich geht der jetzt dran. Warte, du müsst dran, oder warte, ich kann ja vielleicht nochmal gucken, wann der zuletzt online war. Vor 10 Minuten. Wenn der vor 10 Minuten auf WhatsApp war, dann geht das sicher auch dran, wenn ich ihn auf WhatsApp anrufe. Okay, Leute, wir warten mal. Okay, es klingelt schon mal. Also das liegt schon mal nicht anrufen, als es klingelt. Also, damit der Anruf gerade bei ihm durchgesetzt. Wenn der nur Anruf steht, dann wird das halt meistens nicht durchgesetzt. Und, oh mein Gott, hallo? Jeff the Killer, kennst du uns noch? Ja, Jeff the Killer, ich bin Celedio von dem Kanal Aliwoki Game Master. Ja, du warst doch auf Madeira abgehauen. Ja, weil wir dir deine Maske geklaut haben und ich sehe, ja, du hast sie wieder, ja, sehr schön. Ja, was wir von dir wollen, ja, wir wollten einfach mal was von dir hören. Weil warum bist du so unfreundlich? Wir wollten was von dir hören, einfach, du meintest doch. Willst du in Halloween wiederkommen? Ja, willst du wiederkommen und uns aufschneiden? Willst du uns aufschneiden und unsere Organe verkaufen? Wie? Also habt ihr das gehört? Jeff the Killer will uns scheinbar wirklich aufschneiden und unsere Organe verkaufen? Was? Wie? Du willst deine Organe verkaufen? Weil ich meine, warte, Jeff the Killer, ich halte mal kurz aufs Dumm. Leute, weil ein. Aber warum will der uns aufschneiden und warum will der unsere Organe verkaufen? Und dann will er so. An wen will der meine Organe verkaufen? Er sagt, er will unsere Organe verkaufen, aber er sagt nicht an wen. Weiß nicht, oder vielleicht an, weiß ich, aber an wen könnte er unsere Organe verkaufen? An einen unbekannten Mann? Ja, an den unbekannten Mann, oder wer gibt es denn sonst noch? Wer ist denn sonst noch in seinem Freundeskreis? Ein Woki? Ey, oder doch jemand ganz anderes? Sag jetzt, an wen willst du deine Organe verkaufen? Unsere Organe verkaufen? Los, raus mit der Sprache. Komm, die Leute liken das Video, jetzt raus mit der Sprache. Und die 100 Abonnenten werden die auch bald knacken. Jetzt raus mit der Sprache. Was? Oh mein Gott. Du willst unsere Organe an Eagles verkaufen? Was? Hey, Leute, was wollen Eagles mit meinen Organen? Oder was die, oder unsere, was in der Focus Organe auch verkaufen will. Hey, was sagst du? Du willst kommen, aber was? Du, oder kommst du jetzt oder kommst du an Halloween? Du hattest du jetzt an Halloween kommt, aber wenn wir dich noch weiter nerven, willst du jetzt kommen? Oh mein Gott, oh mein Gott. Und jetzt hat er aufgelegt. Also Leute, was war das gerade für. Ja, was war das gerade für ein eigenartiges Gespräch hier gewesen? Wir haben mit Jeff the Killer telefoniert und er fängt gleich so an. Er will gleich meine Organe verkaufen. Er will mich aufsenden und meine Organe verkaufen. Was ist mit dem los? Ja, aber dieser Jeff the Killer ist halt ein Psycho. Er ist ein Psycho. Er wirklich genauso sieht er aus mit so einem. So ein weißen Hemd und hat so übelst blutverschmierte Maske halt. Ihr wisst, Jeff the Killer ist auch ein Mörder, also er ist halt wirklich, er ist alles Mögliche, er ist zu allem bereit, er ist ein Psychopath, also der war eigentlich mal ein normaler Mensch, bis er irgendwie verbrannt ist, also ihr wisst ja, dem seine Geschichte ist, dem sein Gesicht wurde verbrannt, deswegen sieht er so aus, deswegen hat er wohl so ein Gesicht, deswegen hat er so Augen und deswegen macht er wohl sowas, keine Ahnung. Der ist halt verrückt geworden. Vielleicht sind da irgendwelche Teile, oder vielleicht sind irgendwelche Kernzellen verbrannt, weiß man ja nicht. Also, manchmal benimmt es sich wirklich so. Leute, ich weiß nicht, soll man ihn nochmal anrufen, was, wenn der denn wirklich
was, wenn der wirklich schon hierher kommt und meine Organe dann auf, also meine, mich aufschneidet und meine Organe verkauft? Mann, Leute, oder? Weißt du, sollen wir ihn nochmal anrufen oder sollen wir es dabei belassen? Oder Leute, ich würde sagen, komm, ich kann auch mal versuchen, ihn zu erreichen für das Video. Damit es nicht allzu unspektakulär ist, ich kann vielleicht mal so versuchen, ihn für dieses Video zu erreichen. Oder nee, ich habe ihn schon auf WhatsApp angerufen, jetzt rufe ich ihn über Festnetz an. Okay, ja, über Festnetz, ich gebe einfach mal ein, Jeff oder Jeff the Killer oder Jeffy. Ich glaube, Jeffy hat ich den damals eingespeichert. Noch von April. Okay, komm schon. Leute, rufen wir mal an. Okay, Leute, gucken wir mal, ob er dran geht. Entweder hat sein Handy ausgeschaltet oder er hat jetzt keinen Empfang mehr, weil er irgendwo gerade draußen auf dem Weg zu mir ist. Okay, Leute, ich würde sagen, okay, wir werden es gleich selber erfahren. Okay, Leute, was passiert jetzt? Wird er dran gehen oder wird er nicht dran gehen? Wird er dran gehen oder wird er nicht dran gehen? Wird er dran gehen oder wird er nicht dran gehen? Wird er dran gehen oder wird er nicht dran gehen? Wird er dran gehen oder wird er nicht dran gehen? Wird er dran gehen oder wird er nicht dran gehen? Und, hä? Steht gerade, hast Anruf nicht angenommen? Also wenn er den Anruf ja nicht angenommen, wenn er jetzt nicht mehr gedrückt hätte, hätte er gesagt, Anruf abgelehnt, aber Anruf nicht abgenommen, dann wurde der vielleicht durch, gerade da wurde der Anruf vielleicht gar nicht durchgesetzt. Ach du Scheiße. Oder weiß ich, oder komm, ich würde sagen, oder so ein letztes Mal können wir ihn noch anrufen, so dass wir noch ein letztes Mal mit ihm telefonieren. Oder Leute, was meint ihr? Soll ich vielleicht mal gucken, was, wenn der schon irgendwo hier im Haus ist? Aber Leute, stimmt ja. Okay, Leute. Also jetzt geht's wieder. Ihr habt gesehen, die Kamera, also das Bild von der Kamera ist gerade so für, ist halt gerade so für ein paar Sekunden stehen geblieben. Leute, die Tür habe ich zu, ihr seht's. Dann habe ich als XXL-Fucke gegen das Känguru gekämpft, hat, weil die Tür auch immer verschlossen. Weil dieses komische Känguru die Tür verschlossen hat. Und Leute, ich würde sagen, wir gucken mal, ob Jeff the Killer jetzt da ist. Ob der jetzt irgendwie da steht. Oder irgendwie jetzt. Dass der jetzt da steht halt, Leute. Oder ich würde sagen, oder sollen wir ihm eine Nachricht schreiben? Und Leute, wir schreiben ihm jetzt noch eine Nachricht und wenn er nicht antwortet, dann wissen wir es. Oder wir warten einfach mal ab, was er schreibt. Schreibt einfach mal bei WhatsApp Hallo. Okay, Leute, kommt die Nachricht an. Ein Haken, zwei Haken. Also, die Nachricht wurde durchgesetzt und hat sein Handy vielleicht noch an. Oder ich traue mich gar nicht, vor die Tür zu gucken. Oder Leute, vielleicht steht er irgendwo vor der Tür und belauscht uns. Leute, was, wenn er wirklich irgendwie vor der Tür steht und uns belauscht? Oh mein Gott, Leute, ich weiß nicht. Sollen wir es mal testen oder sollen wir mal die Tür irgendwie aufmachen? Ich kann nicht mal durch das Guckloch gucken. Seht ihr da jemanden? Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, auch die Kamera durchzuhalten, weil ich kann die Kamera gerade nicht drehen und ich nehme dieses Video, werde ich auch wieder mit dem Tablet aufnehmen und dann halt über das Handy schneiden. Das habe ich jemandem erzählt, dass ich das jetzt halt so mache. Okay, Leute, jetzt komme ich jetzt. Okay, Leute, ich würde sagen, ich sollte mal irgendwo nachschauen, aber komm, ich soll mir jetzt eine Bewaffnung, ich habe hier dieses Stativ noch. Das werde ich mir jetzt als Bewaffnung holen und dann werde ich vor der Tür nachschauen, ob Jeff the Killer das sieht. Oder? Ich mache das noch so ein bisschen größer. Ja, so ist gut. Ja, so. Und zur Not kann ich ihn das dann so irgendwie in den Magen rammen. Auf jeden Fall, oder weiß nicht, auch in die Eier ist. Auf jeden Fall werde ich ihn das an irgendeine empfindliche Stelle rammen. Aber natürlich nur, wenn er mich versuchen sollte anzugreifen. Leute, ist ja logisch. Und Leute, komme ich jetzt. Okay. Oder? Okay, ich würde sagen, scheiß drauf. Egal wie es jetzt ist, ich mache jetzt einfach mal die Tür auf. Das mache ich so, okay. Leute, Tür auf. Okay, Leute, seid ihr bereit? Okay, ich weiß, ich rede jetzt mindestens 2 Minuten drumherum. Okay, Leute, jetzt aber wirklich. Okay, Leute. Okay, 3, 2, 1. Leute, schauen wir mal. Okay, hier im Flur. Okay, im Flur ist schon mal alles safe. Also im Flur steht es schon mal nicht. Okay, Leute, wo könnte der sonst noch sein? Okay, Leute, gucken wir mal, oder? Was meint ihr? Ist sie im Badezimmer? Ist sie irgendwo im großen Badezimmer? Ich würde jetzt sagen, ich habe im Badezimmer.